Hallihallo, ich habe heute mal wieder einen DM-Haul für euch. Es gab schon sehr lange nicht mehr auf unserem Kanal, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich hatte richtig Lust, mal wieder einzudrehen. Ich war heute bei DM und ich war vor ein paar Wochen mal bei DM und habe einfach die Sachen von beiden Einkäufen bei mir zusammengesammelt. Ich habe sowohl Kosmetik als auch Pflege als auch Essen, also es ist wirklich von allem was dabei. Entschuldigt bitte meine Haare, ich weiß, dass die aussehen, als hätte ich in eine Steckdose gefasst und super frizzy und überhaupt nicht gestylt, aber es ist so unglaublich heiß momentan in Köln und in meiner Wohnung ist es wie in einer Sauna und ich kann momentan den Gedanken nicht ertragen, mit einem Glätteisen oder mit einem Lockenstab oder irgendwas Warmem an meine Haare zu gehen. Ich hoffe, wir können darüber hinwegsehen, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Es sind neue Sachen ins Catrice-Sortiment aufgenommen worden und was mich am allermeisten interessiert hat, war die neue Foundation. Die war leider in der hellsten Farbe ausverkauft und in der zweithellsten Farbe war sie nicht dunkel genug. War sie nicht dunkel genug für mich. Deswegen habe ich dann noch ein bisschen weiter geguckt und dann habe ich diese Highlighter-Palette hier entdeckt. Das ist das Deluxe Glow Highlighter. Ja, was ist das eigentlich? So ein Dreier-Set halt. Ich habe das in der Farbe 010. Ich weiß nicht, ob es mehrere überhaupt zur Auswahl gab, um ehrlich zu sein. Ich hatte das Gefühl, es gab nur eins. Man muss dazu sagen, dass die sehr, sehr dezent sind. Also das sind jetzt echt keine Highlighter, die dir so bam den Glow ins Gesicht zaubern, sondern es ist ein wirklich sehr dezenter Schimmer, sehr alltagstauglich. Aber ich dachte mir, das könnte vielleicht ein ganz gutes Dupe sein für die Hourglass Ambient Lighting Powder. Es kommt mir so von der Textur her tatsächlich relativ ähnlich vor. Die haben auch so einen ganz dezenten Schimmer, also vielleicht ist das tatsächlich mal was aus der Drogerie, was so ungefähr da rankommt an diese Puder. Dann habe ich noch zwei weitere Produkte, die komplett neu im Sortiment sind. Und zwar einmal von Maybelline, einen von diesen Vivid Matte Liquid Lipsticks, irgendwas, Lipstains, ich weiß gar nicht so genau. Hier muss ich sagen, das Produkt hat mich so ein bisschen überrascht. Ich dachte erst, das wäre wirklich so ein komplett matter Lippenstift, wie sie momentan halt so im Trend sind. Sowas ist das definitiv nicht. Das hier ist eher sowas wie diese Soft Matte Lip Creams von NYX zum Beispiel. Das ist eher so eine etwas leichtere Textur und auch nicht so komplett super matt und trocken, sondern es hat eher so ein semi-mattes Finish und ist so ein bisschen samtig. Und es ist auch lange nicht so langanhaltend wie jetzt zum Beispiel die von Kylie Jenner oder die Sephora Lip Creams oder so. Also es gibt wirklich Lippenprodukte, die viel, viel länger halten als das hier. Aber ich mag die Textur trotzdem super gerne, weil sie halt einfach viel angenehmer ist und nicht so austrocknend. Die Farbe ist sehr schön alltagstauglich und passt irgendwie eigentlich zu allem. Ich habe auch das Gefühl, dass sie wahrscheinlich vielen Leuten stehen würde. Also ich bin ein bisschen überrascht davon, wie gerne ich das Produkt mag. Dafür, dass es eigentlich nicht unbedingt das ist, was ich erwartet habe. Und dann habe ich noch ein weiteres Produkt von Maybelline, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Habe ich gerade eben erst gekauft und ich bin so gespannt darauf. Das ist ein Eyeliner, wenn ich es richtig verstanden habe. Der heißt Master Precise Curvy oder Curly? Ich glaube, Curvy soll es sein. Und ich glaube, der ist vorne so gebogen. Also ich werde den jetzt mal aufmachen. Es gab auch keinen Tester oder irgendwas davon leider. Aber ich war einfach total gespannt darauf, wie sich dieses Produkt machen wird. Ich benutze eigentlich fast jeden Tag Eyeliner. Oh. Okay, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Auch sehr überraschend. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Eyeliner, der vorne irgendwie so gebogen ist. Also wo tatsächlich irgendwie eine Kurve drin ist. Aber alles in allem sieht der für mich jetzt nicht so ungewöhnlich vorne aus. Also ich werde ihn mal ausprobieren und ich bin wirklich gespannt darauf, ob da irgendwie was anders ist zu einem normalen Eyeliner oder nicht. Dann habe ich einmal falsche Wimpern mitgenommen und zwar von Essence, die Lashes to Impress. Das sind so halbe Wimpern. Ich habe früher mir immer normale Wimpern gekauft und die einfach in der Mitte durchgeschnitten und immer nur halbe benutzt. Was heißt immer? Ich trage super selten falsche Wimpern, aber wenn ich dann mal welche getragen habe, dann habe ich sie immer in der Mitte halbiert. Und ich finde es sehr praktisch, dass es die jetzt schon so in der Hälfte gibt. Ich benutze die auch immer mehrfach, also nicht nur einmal. Und ich bin mit so günstigen Wimpern bisher immer super zufrieden. Aber wie gesagt, ich trage auch nicht so oft falsche Wimpern. Und für die seltenen Anlässe, wo ich sie dann mal auftrage, reichen diese günstigen meiner Meinung nach auf jeden Fall aus. Und ich habe die einfach gerne so auf Vorrat. Und dann habe ich noch eine Mascara mitgenommen. Das ist die Mega Volume Black Latex Miss Manga Punky Mascara von L'Oreal. Und zwar die gelbe Verpackung. Ich habe die gekauft, weil Yamina die benutzt. Also vom Kanal Yamina1404. Ist, glaube ich, noch ihr YouTube-Name, hoffe ich. Und sie hat meistens so richtig krasse Wimpern. Also super lang, richtig viel Volumen und so richtig Kavum. Kavum. Coole Handbewegung. Deswegen war ich da sehr gespannt drauf. Meistens gefallen mir irgendwie Mascaras. Ich habe relativ unproblematische Wimpern. Und ich hatte einfach mal wieder Lust, was Neues auszuprobieren, weil ich schon sehr lange keine neue Mascara mehr ausprobiert habe. Und freue mich auch hier wirklich sehr aufs Testen. Huh, und es ist so heiß. Bei pflegender Kosmetik habe ich einen Nachkauf dabei. Und zwar von Garnier, das Micellenwasser All-in-One in der grünen Version. Das ist das für Mischhaut und empfindliche Haut.
Und das soll angeblich mattierend wirken, das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut davon matter wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich diese Version extrem gut vertragen habe. In der letzten Zeit habe ich wieder sehr mit Unreinheiten zu kämpfen, nachdem ich so das letzte halbe Jahr eigentlich sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden mit meiner Haut war. Und jetzt hat es wieder angefangen, extrem schlimm zu werden. Und tatsächlich ist das Einzige, was ich in meiner Routine umgestellt habe, dass ich wieder auf die normale Version umgestiegen bin von Bioderma und nicht mehr diese grüne hier benutzt habe. Und ich dachte mir, vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es auch an was völlig anderem. Es kann ja auch immer mit ganz vielen anderen Faktoren zusammenhängen. Aber ich dachte mir, ich kaufe das jetzt einfach nochmal. Es ist ziemlich günstig für die Menge, die man bekommt. Und vielleicht hilft es meiner Haut ja wieder. Falls nicht, ist es trotzdem ein gutes Produkt, um sich abzuschminken. Es reinigt super gut und es kriegt eigentlich im Grunde alles vom Gesicht runter. Dann habe ich mal wieder ein neues Duschprodukt mitgenommen, was ich auch in der letzten Zeit sehr selten gemacht habe, weil ich eigentlich immer welche zu Hause habe. Aber ich habe auch wieder viele aufgebraucht und dachte mir, ich gönne mir mal wieder eins, was ich früher schon mal hatte. Und zwar von Alverde das Zellulite Duschpeeling Zitrone und Rosmarin. Ich bin ziemlich sicher, dass das absolut gar nicht gegen Zellulite hilft. Also ich glaube irgendwie nicht daran. Aber ich mag die Peelingwirkung davon sehr gerne. Und vor allen Dingen liebe ich den Duft. Also wenn ihr auf so saunamäßige Kräuterdüfte steht, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Und ich mag das wirklich super gerne. Außerdem habe ich noch ein weiteres Produkt von Alverde mitgenommen. Und zwar ein Haarprodukt. Das ist das Hitzeschutzspray 5-in-1 Bio-Zitrone und Bio-Papaya. Ich hatte mal vor einiger Zeit so ein Haarfluid von Alverde für die Spitzen. Das habe ich immer sehr, sehr gerne benutzt. Habe ich auch schon super oft nachgekauft. Ich vermisse auch ehrlich gesagt in meiner Routine nicht unbedingt wirklich einen Hitzeschutz, weil ich relativ selten tatsächlich im Alltag Hitze an meine Haare lasse. Aber weil ich mit diesem Fluid damals so zufrieden war, dachte ich mir, ich probiere einfach mal nochmal ein anderes Haarprodukt von Alverde aus. Vielleicht gefällt mir das genauso gut. Und der Duft von Zitrone und Papaya ist auf jeden Fall was, was mich sehr angesprochen hat. Auch hier, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, habe ich heute erst gekauft, aber ich freue mich sehr darauf, es zu verwenden. Und aus der Kategorie Haarprodukte habe ich dann noch zweimal die Silberglanz Soforthilfe Kur mitgenommen von Balea Professional. Ich finde es sehr schade, dass es die nur in diesen kleinen Tuben gibt und nicht einfach in einer großen Verpackung, denn ich liebe diese Haarkuren. Diese Kur hilft nicht grandios gegen Gelbstich meiner Meinung nach, aber ich mag den Geruch super gern und ich mag vor allen Dingen einfach tatsächlich die Pflegewirkung in meinen Haaren. Also dafür, dass die silikonfrei sind, machen die Haare oder zumindest meine Haare super weich und super glatt und so richtig schön vom Gefühl her einfach. Bin wirklich kein großer Fan von diesen Verpackungen und ich weiß nicht, warum ich hier so damit rumwedel, aber ich mag das, was drin ist, super, super gerne und deswegen kaufe ich das immer wieder nach. Wo wir beim Thema Haare sind, habe ich auch nochmal Haargummis mitgenommen. Ich habe zwar eigentlich echt genug Haargummis, aber diese hier habe ich auf Snapchat gesehen bei Farina, Nova Lana Love, und ich fand die tatsächlich einfach nur super, super schön. Also das sind diese Haargummis aus Gummi, die so ähnlich sind wie die Invisibobbles, die ich auch übrigens eigentlich sehr gerne mag. Und die hier sind jetzt in so einer schimmernden Metallic-Gold-Bronze-Version. Haben mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es die noch gab. Mehr weiß ich nicht darüber zu sagen. Und dann komme ich jetzt noch zu den ganzen Essenssachen, die ich eingekauft habe, bevor ich hier endgültig zerschmelze. Eine Sache, die ich schon aufgemacht habe und die definitiv ein kleiner Fehlkauf war, sind diese Wirsing Chips Sweet Chili von Vegans, heißt glaube ich die Firma. Gibt es jetzt momentan super viel bei DM von dieser Firma. Also irgendwie hat sich das alles ganz gut angehört, aber um ehrlich zu sein, schmecken sie einfach wirklich nicht gut. Also sie riechen schon einfach super eklig. Ich habe eins probiert, habe nicht das Bedürfnis, die aufzuessen und sie waren ziemlich teuer. Also ich kann sie nicht unbedingt weiterempfehlen, um ehrlich zu sein. Von der gleichen Marke habe ich dann noch einen Müsli-Riegel oder sowas in der Art mitgenommen. Also eigentlich so eine Art Rohkostriegel in der Geschmacksrichtung Kakao-Maca. Und das hat sich irgendwie gut angehört. Eigentlich wollte ich den auch unterwegs gleich essen. Habe es dann irgendwie vergessen. Von daher glaube ich, werde ich den jetzt einfach mal vor der Kamera probieren und euch sagen, was ich so davon halte. Den finde ich tatsächlich ziemlich lecker. Ich schmecke ein bisschen wie eine gesündere Version von einem Brownie. Aber trotzdem so schön matschig. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Dann habe ich auch wieder ein Nachkaufprodukt dabei und zwar von Alnatura die Falafel. Ich finde dieses Zeug einfach nur genial. Das ist ein Pulver, was man einfach nur mit Wasser anrührt und dann kann man super einfach zu Hause Falafel selber machen. Ich esse Falafel super gerne mit Salat und Guacamole. Das ist eigentlich so mein Standardgericht, aber Falafel kann man ja auch super gut in Wraps oder generell so als Fleischersatz benutzen. Und ich mag die super gerne, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann habe ich noch zwei Produkte von dieser Firma hier. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Davert. Ich habe einmal mitgenommen die Marokko-Pfanne mit süßen Aprikosen. Das ist eine Hirsepfanne und das fand ich ganz interessant, weil ich von Alnatura ganz gerne die Quinoa-Pfanne und die Couscous und die Bulgur-Pfanne und so mag, aber eine Hirsepfanne habe ich noch nicht ausprobiert. Und dann habe ich noch die Quinoa-Burger-Mischung mitgenommen. Mild scharf steht da drauf und ich mag eigentlich alles ganz gerne, was so ein bisschen scharf ist. Und irgendwie sah das
ganz gut aus. Ich bin gespannt, wie sich das macht. Ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Video ungefähr 800 Mal das Wort gespannt benutzt. Aber ich freue mich wirklich darauf, die Sachen alle auszuprobieren. Falls ihr Interesse habt an so einer Art DM-Haul-Review, also wo ich irgendwie vielleicht in ein paar Wochen nochmal alle Produkte vorstelle, die ich gezeigt habe in dem Haul und euch dann erzähle, wie ich sie wirklich fand und was ich so davon halte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich schreibe euch in die Infobox nochmal alle Produkte, da schreibe ich auch die Preise rein, weil das auch immer viele Leute interessiert. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da verlinken wir auch immer unsere Social-Media-Kanäle und da verlinke ich euch auch das letzte Drogerie-Haul-Video, was es auf unserem Kanal gab und die Weekly-Vlog-Playlist. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ich würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!